So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy XIV A Real Reborn. Wir waren erst stehen geblieben und wollten mal gucken, ob wir unsere Schlüsselquest hier schon machen können. Deswegen klicken wir mal rauf und... Du kannst den Auftrag nicht annehmen. Mindestens Stufe 15. Okay. Vielleicht war das Ding deswegen auch rot. Gibt, glaube ich, Sinn. Aber egal, ist nicht so schlimm. Die Musik war schön und deswegen rennen wir jetzt einfach mal weiter. Und, schau mal, können wir uns so einen Chocobo kaufen? Das würde mich echt mal interessieren. Chocobo-Verleih. Chocobo-Mieten. Oh, ich bin noch ein Abenteuer-Frischling. Ach, Mann, oh. Ich wollte nur einen Chocobo haben. Okay. Naja, wo laufe ich denn gerade hin? Ich wollte nach hier unten gehen. Was kannst du? Achso, das wollte ich nicht. Ich wollte nach hier oben gehen, durch diese Tür durch. Wow, was? Hä? Was hat er denn gerade gemacht? Und zwar, hier will ich hin. Okay. Bla bla bla. Mit Papa Jadala sprechen. Dazu müssen wir geradeaus raus. Okay. Mittlerweile habe ich die Map sogar verstanden. Finde ich cool. Also springen wir mal hier durch. Springen hier rüber und... Okay. Wir werden das schon noch schaffen. Vertraut mir da mal. hier rüber müssen wir. Zu dem Bahnhof, glaube ich. Kakteenmulde. Also ich glaube, später sind die Quests dann halt noch um einiges anspruchsvoller. Und dann gehen die auch nicht so hier hinlaufen, da hinlaufen, sondern muss man wahrscheinlich dann so einmal quer über die ganze Map so gehen, das Land und mach das und das. Und dann gehst du das in das Land und mach das und das, so auf die Art. Ach, da oben. Einfach mal über die Gleise laufen. Hey ho, du bist auch fast so klein wie ich. Du siehst nur ein bisschen älter aus. Ich bin Papasch. Abschließen. Auftrag abgeschlossen. Dün, dün, dün. Was hast du jetzt für uns? Er braucht einen Botengang. Das machen wir doch mal. Dämmerungsblitze und Wach an Wachen verteilen. Ah, okay. Dann verteilen Madame H. ein paar Brezeln an die Wachen. Hey ho, Hornissen. Ein Wache ist hier oben, wenn ich das richtig sehe. Hallo? Ich will dir eine Brezel übergeben. Kein Ding, habe ich gerne gemacht. Autsch. Der nächste Wache ist dann hier hinten irgendwo. Ich bin begeistert, mein Sprint. Achso, habe ich schon gemacht. Mein Gott. Okay, der nächste ist dann hier. Bisschen weiter. Da ist er. So, auch du bekommst eine Brezel. Und auch der letzte Wache bekommt eine Brezel. Von mir zugeteilt. Und sprinten! Sternmurmelhörnchen. Was machen die denn da? Achso, das war, hat mit seinem Schwanz gewedelt. Okay. Habe ich jetzt verstanden. Boah, krass, ist die letzte Wache weit weg. Wo bist du, mein Wachmännchen? Da unten. Du hast auch ein Chilling, ne? Ja, so eine Brezel. Okay, dann holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Hallo Murmelhörnchen. Die Schildkröte macht mir immer noch Angst. Ist das... What the fuck? Also hier fliegen echt komische Dinger rum. Mir hat ja schon die Schildkröte Angst gemacht, aber das Ding? Oh. Hi. Ich muss gar mit dem Typen reden.
Yay. Okay, ne, oh, er hat nochmal eine Quest für uns. Steckt ziemlich in der Bredouille. Oh, was habe ich getan? Okay. Ist das eine Frau oder ist das ein Mann? Das frage ich mich jetzt gerade. Oh. Ich sehe niedlich aus, aber wäre mein. Also hätte ich nicht so einen dicken. Oh. Hätte ich nicht so einen dicken Bauch oder so ein breites Becken, dann würde ich noch süßer aussehen. Okay, was muss ich tun? Weil das war jetzt irgendwie gerade so ein. Lilira am Baum des Sultans suchen. Sultan hört sich nicht gut an. Oder? Ist Sultan nicht sowas wie der Teufel? Glaube schon. Naja, wird schon glatt gehen. Aber suchen ist nicht so cool. Ich mag das lieber, wenn man irgendwo hingeht. Und da so, man weiß, wo man da ansprechen muss und so. Warum machst du so komische Geräusche, Schwein? Okay. Hier ist Baum des Sultans. Ah, hi. Den Kampf von... What the fuck? Okay. Wir machen jetzt irgendeinen Kampf. Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber wir werden es tun. Ich habe Angst. Ich glaube, ich bin schlecht in Kämpfen. Sasagan. Das ist das erste Mal, dass jemand redet. So sehr, euch Kummer zu bereiten. Durch meinen oh, das wollte ich nicht. Was schleicht ihr euch heran? Ah, Lilira. Da seid ihr ja. Eure Spaziergänge sind äußerst leichtsinnig, euer Gnaden. Hm, das soll nicht eure Sorge sein. Lasst mich alleine. Tut so, als hättet ihr mich nicht gesehen. Euer Gnaden, ihr wisst, dass ich das nicht kann. Hier ist es nicht sicher. Für niemanden. Ihr spürt doch, dass der Äther aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Begleitet mich zurück. Alle sorgen sich bereits um euch. Ah, und dich hat wohl Papaschan hier geschickt. Du siehst, es ist kein leichtes, Frauen von ihrem eigenen Besten zu überzeugen. Na, die Entlaufene ist jedenfalls gefunden. Kehren wir zu Papaschan zurück. Wenn ihr nur nicht so viele Verehrer hättet, gnädigst. Bleibt in sicherer Deckung, euer Gnaden. Mach schon. Steh nicht rum. Zeig, was du drauf hast. Ich sehe irgendwie gelangweilt aus. Okay, ich habe Angst. Vor irgendeinem großen Viech. Ne? Der Typ nur das gleiche wie ich, kann das sein? Ich weiß, was ich machen werde. Irgendwie ist der Fight easy. Oder ist es nur so komisch? Oder er tankt die ganze Zeit, das kann natürlich auch sein. What the fuck, was hast du getan?
Oh, what? Es kommt noch mehr. Okay, ich habe gelogen. Der Fight ist doch spannend. Aber irgendwie komme ich kein Damage. Kann das sein? What? Okay. Warum macht er so ein krasses Ding? Ich will auch so was krasses können. Aber ich bin fast tot. Fällt mir gerade mal auf. Jetzt wurde ich geheilt. Oh, wow. Haben wir es geschafft? Nee. Will den Last Hit machen? Oh, ich habe den Last Hit nicht gemacht. Haben wir es geschafft? Nicht so, als ob du mich gecarried hast. What? Hör hin, fühl es, denk nach. Wow. Das sieht krass aus. Träger des Kristalls. Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt.